Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr könnt den Sommer auch genießen. Ich mache es auf jeden Fall. Wie ihr schon gesehen habt, war ich vor ein paar Wochen auf dem Weg mit dem Fahrrad von Berlin Richtung Wien. Das Ganze musste ich jetzt wegen Hitze abbrechen. Bla blö blub. Jetzt Ende Juli starte ich einen neuen Versuch. Und da wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich ja mit dem Gepäck auch so Probleme hatte, weil es alles so mega schwer war. Ich habe jetzt ein bisschen was weggelassen, ein bisschen was optimiert. Wen es nicht interessiert, der kann jetzt abschalten. Und ansonsten zeige ich jetzt einfach mal, was ich dann mitnehmen werde. Vielleicht gibt es noch das eine oder andere, was ich wieder rausschmeiße. Aber so grob steht das Equipment jetzt. Und ich denke mal, ich habe mir eine Kofferwaage besorgt. Da kann man das dann doch ein bisschen besser kontrollieren. Ich denke mal, das wird es dann jetzt sein. Vom Equipment her und ich zeige euch das einfach mal. Als allererstes werde ich mir jetzt mal die Halterung vom Garmin an den Lenker bauen. Aber dazu muss ich diesen Extender nochmal abmachen. Weil ich hier Klebeband dran habe und das funktioniert dann irgendwie nicht. Also dreht das ganze Ding jetzt einfach um und dann passt das schon. Das sieht jetzt so aus. Ich musste gucken, dass es mit der Tasche halt passt. Genau, da muss ich die Stange hier mal einmal umdrehen, weil ich gern die Handyhalterung hier in der Mitte habe. Und mit der Tasche, das passt. Jo, so ist es schön. Ich habe hier meinen Getränkehalter noch für die kleine Flasche, beziehungsweise habe ich mir jetzt eine 500 Milliliter Flasche noch geholt. Das probiere ich hier, dass ich noch ein bisschen Wasservorrat hier am Fahrrad mitnehmen kann, dass das nicht alles in den Taschen ist. Probiert einfach mal, wenn nicht, fliegt es ab. Und so ein Teil wurde mir jetzt auch noch angebaut hier, damit ich schön Strom produzieren kann, während ich fahre. Na, mal schauen, ob das alles so funktioniert. Aber das Fahrrad ist jetzt fit und jo, kann dann losgehen. Chaos! Okay. So, dann schauen wir doch mal genauer. Also falls es dann doch mal ein bisschen kühler werden sollte, habe ich hier eine Jacke, so ein Hoodie und noch eine, ja, hier so eine Merino-Wolle, längere Shirt. Meine Dreiviertel Fahrradhose, ist keine Fahrradhose, aber die ist halt bequem. Falls es doch mal richtig heiß nochmal werden sollte, eine ganz kurze Hose, eine lange Unterhose, mal schauen, ich hoffe nicht, dass ich die brauche, vielleicht für die Nacht oder so, Decathlon-Shirts und ein Shirt und zwei Socken hier, die sind von Wild, die machen ihre Klamotten aus Holzgewebe, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, aber das war halt irgendwie interessant und habe ich einfach mal genommen, weil die auch sehr hygienisch sein sollen. Ja, Regenjacke, noch ein Buff. Dieses Riesending ist ein 400 Gramm Kissen. Ich habe überlegt und überlegt. Ich möchte einfach, weil ich auch Nacken-Rücken-Probleme habe, ich möchte einfach ordentlich schlafen. Klar, hier ist alles einfacher im Beutel und Klamotten drin und so, aber ich habe auch ein tolles, so ein aufblasbares Kissen, aber das rutscht mir einfach hin und her und ich wache sehr schnell auf. Deswegen auch nicht diese Knistermatratze, sondern die Luftmatratze hier von Decathlon. Da muss ich halt immer sehen, dass ich einfach mal auch durchschlafe, ansonsten bin ich morgens kein Mensch. Also, ich brauche ein Kissen. Ich habe mir jetzt das auch von Decathlon geholt, das ist 400 Gramm schwer. Ich hatte ein super Nackenkissen, ich weiß ja nicht, habe ich online gekauft, aber 500 Gramm schwer. Ihr glaubt ja nicht, was ich hier in den letzten Wochen hin und her überlegt habe, was ich jetzt nur mitnehmen könnte und wie ich Gewicht sparen kann. Aber ich möchte beim Schlafen komfortabel und gemütlich liegen und nicht morgens mit steifem Hals aufwachen oder gar nicht schlafen können. Deswegen mein Zweimannzelt. Mein Stuhl muss auch mit. Da habe ich leider nichts Leichteres gefunden, nicht mal die von Helinox. Die sind nur einige Gramm leichter und für den Preis... Nee, danke. Ja, zwei Handtücher noch. Hier auch so eine Mikrofaserhandtücher. Mein Schlafsack. Hier ein bisschen Tablettenzeugs und Creme und Krams. Keine Kosmetik natürlich. Das Küchenzeug.
ist hier. Habe ich auch schon reduziert. Der Hocker, ne? Da hat der alte 800 Gramm gewogen. Und der ist von Pearl. Glaube ich jetzt mit 400 Gramm oder so. Ist genau das gleiche Prinzip, ein bisschen kleiner. Aber das macht ja nichts. Als kleine Tischchen reicht das aus. Ich will mich ja da nicht draufsetzen. So, Schneidebrett und Windschutz. Der kleine Spaten muss auch mit. Der Kocher ist auch sehr leicht. Ja, und das Zeug hier, da habe ich jetzt auch nur noch ein richtiges Messer drin. Löffel, Gabel, was trägt er noch drin? Messer, Salzstreuer. Da ist eigentlich nichts weiter drin. Ach ja, Mülltüten noch. Genau. Messer, Gabel, Löffel. Ja, mein Wassersack. Wie gesagt, hier das, die Faltschüssel. Und hier noch ein bisschen, falls mal was ist. Ne? Ein Schlauch. Hiermit kann ich die an den Taschen das hier nochmal verlängern. Ja, und so sieht es jetzt aus. Ich will jetzt hier auch ja nicht so viel labern. Was auch immer gern vergessen wird, ist die Lenkertasche und das ganze Technik-Equipment. Ich werde das nachher nochmal kurz einpacken und wiegen. Kann ich denn, vielleicht mache ich dann nochmal eine Aufnahme oder so. Werden wir mal sehen, ansonsten schreibe ich das alles mal in die Videobeschreibung. Ja, ich habe jetzt alles eingepackt. Habe mir die Taschen noch so ein bisschen kategorisch eingeteilt. So Küche, Schlafzeug und sowas alles. Und vom Gewicht her merkt man den Unterschied schon. Also es ist echt gewichtsreduziert jetzt. Also da kommt natürlich noch Wasser dazu. Muss ich mal gucken, wie viele Flaschen ich da noch mitnehme. Genau, wir gucken uns einfach mal an. Ach, blend. Kann ich dann auch noch mal einblenden, welche Taschen ich da jetzt genau meine. Also den Sack mit dem Zelt. Da sind wir jetzt bei 2,1 Kilo. Die Klamottentasche ist 2,5 Kilo schwer. Da würde ich jetzt aber nicht wegnehmen wollen. Ja, das passt schon. Vorne die zweite Tasche hat 2,7 Kilo. Da wird aber noch ein bisschen Essen reinkommen. Also das Kilo, ja, dann sind wir vielleicht bei 4 Kilo da vorne oder so. Die Küchentasche, also mit Solarpanel und das ganze Küchenequipment, da sind wir, glaube ich, bei, das ist die, da sind wir bei 3,8 Kilo. Aber da kann ich jetzt auch nicht mehr wirklich viel wegnehmen, weil ich brauche den Kocher, das Gas brauche ich, den Topf brauche ich, also das brauche ich halt alles. Ja, und die Tasche mit dem Schlafsack und den ganzen im Zeltutensilien, da sind wir jetzt bei 4,6 Kilo. Ist okay. Ja, also so wie das Gewicht jetzt ist, das passt schon. Also das kann man leicht an- und abmachen, ohne dass man sich da einen Bruch hebt. Also ich bin sehr zufrieden jetzt und dann wünscht mir mal viel Glück, dass ich diesmal ein bisschen weiterkomme. Werde dann am nächsten Wochenende erstmal Richtung Leipzig fahren und von da aus radel ich dann weiter, weil was soll ich von hier jetzt nochmal die Strecke fahren? Habe ich ja schon, ne? Also habe ich beschlossen, ich fahre mit der Bahn und dann geht es von da aus dann weiter. Ja, dann freut mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Vielleicht war es ja doch ein bisschen interessant, was ich weggelassen habe und was nicht. Ich verlinke euch mal das Video vom letzten Mal, wo ich mein Sommer-Equipment vorgestellt habe. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn es euch interessiert, was ich dann noch so habe, ich hatte letztes Jahr auch noch mal ein anderes Equipment-Video gemacht. Man optimiert ja immer und ändert und macht und tut. Genau, schaut da einfach mal vorbei, falls es euch interessiert, was man noch so benutzen kann. Ansonsten bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann, tschüss.